Weil heute sehen wir, dass es eine große Anzahl an Muslimen gibt auf der Erde. Hier in Deutschland zum Beispiel gibt es, mashallah, viele Muslime. Man spricht von 4, 5, 10 Millionen Muslime. Aber wenige, wenige von diesen Muslimen sind Muslime, die den Islam auch nach außen tragen. Wir haben Muslime, die Polizisten sind. Wir haben Muslime, die Anwälte sind. Wir haben Muslime, die Lehrer sind. Wir haben Muslime, die erfolgreich sind, selbstständig sind, in irgendwelchen hohen Positionen arbeiten. Aber wir haben leider wenige Muslime von diesen genannten, die auch den Islam nach außen tragen. Denn wenn wir den Islam nicht nach außen tragen, frage ich mich, ob wir überhaupt noch wahre Muslime sind. Denn der Muslim ist jemand, der den Islam im Inneren trägt und auch im Äußeren trägt. Du musst als Muslim erkennbar sein. Du musst nicht unbedingt den Leuten auf die Nerven gehen und die Leute bekehren, wie man das immer so schön sagt. Aber du musst auf jeden Fall den Islam nach außen tragen. Dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diese Erde gebracht. Und zu diesem Thema fällt mir ein Hadith ein, der bei Muslimen überliefert ist von Anas ibn Malik, der berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Drei Dinge: wer sie trägt, wer sie besitzt, wer sie praktiziert, bekommt dadurch die Süße des Glaubens. Und für Riwaya halawat al-Islam, wajada bihinna halawat al-Islam. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er damit mit diesen drei Dingen die Süße des Islam erreicht. Dann sagt er sallallahu alaihi wasallam: "Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alle anderen. "Wa an yuhibba al-mar' la yuhibbuhu illa lillah." Und dass er den Menschen liebt nur für Allah. "Wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu." Und dass er es verabscheut, zurück zum Unglauben zu kehren, nachdem Allah ihn davor bewahrt hat, so wie er es verabscheut, in das Höllenfeuer geschmissen zu werden. Und in einer anderen Überlieferung sagte er: "وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ." Auch kama qala sallallahu alaihi wasallam. In einer anderen Überlieferung sagt er, dass er es verabscheut, ins Judentum oder Christentum zurückzukehren, so wie er es verabscheut, in die Hölle geworfen zu werden. Dieser Hadith bringt uns sehr vieles bei. Unter anderem zeigt er uns, dass der Muslim durch die Liebe zu Allah und seinem Gesandten die Identität des Islam trägt. Das heißt, dass der Muslim dadurch, dass er diese Liebe zu Allah und seinen Gesandten trägt, die Liebe zum Islam, dass diese Liebe ihn dazu verleitet, den Islam nach vorne zu tragen, stolz zu tragen. Wie jemand, der seine Arbeit liebt. Jemand, der seine Arbeit liebt. Und übrigens, es ist nicht verboten, seine Arbeit zu lieben. Aber jemand, der seine Arbeit liebt, der trägt diese Liebe auch nach außen. Wie? Wie trägt er diese Liebe nach außen? Kann mir das jemand sagen vielleicht? Habt ihr Beispiele? Ja. Okay, er spricht oft über seine Arbeit. Ja? Ja? Indem er viel arbeitet. Genau. Ja, Klamotten von seiner Arbeit trägt. Hat jemand noch ein Beispiel? Okay.
Wir reden hier von jemandem, der wirklich seine Arbeit liebt. Nicht jemand, der einfach nur arbeitet, weil er Geld verdienen möchte, sondern er arbeitet und liebt seine Arbeit. Genauso, wenn jemand einen Ort liebt. Was macht er? Wenn jemand einen Ort liebt. Er hält sich dort auf, genau. Aber was macht er? Auch nach außen. Wir reden jetzt von ihm und seiner Außenwelt, ja? Er lädt sie zu diesem Ort ein, er empfiehlt diesen Ort, ja? Er spricht über diesen Ort, er schwärmt von diesem Ort. Jemand liebt eine Frau auf erlaubte Art und Weise. Halal Love, ja? Halal Liebe. Was meint ihr, wie er diese Liebe nach außen hin trägt? Ja. Was sie möchte, macht er. Okay. Weil er sie liebt. Genau. Was noch? Wie verhält er sich zu den anderen Menschen? Oder wie äußert er sich vor den anderen Menschen in Bezug auf diese Liebe? Spricht er schlecht über sie? Oder versteckt er sie? Verheimlicht er sie? Er erzählt Gutes über sie. Er erzählt Gutes über sie? Ja, gut. Er guckt keine anderen Frauen an, mashallah. Gut, ja. Okay. Genauso ist es mit dem Islam. Genauso ist es mit der Liebe zu Allah und seinem Gesandten. Jemand, der Allah und seinen Gesandten liebt, trägt diese Liebe auch nach außen, indem er über Allah und seinen Gesandten spricht. Indem er sich bewusst äußerlich dem Islam zugehörig fühlt und seine Zugehörigkeit zum Islam auch preisgibt. Dass er sagt, ich bin ein Muslim. Ich trinke keinen Alkohol, weil ich ein Muslim bin. Ich feiere kein Weihnachten, weil ich ein Muslim bin. Ich esse kein Schwein, weil ich ein Muslim bin. Und es bedeutet auch, dass dieser Mensch auch nicht seine Religion versteckt. Sodass gar keiner von den Arbeitskollegen, den Schulkollegen, den Nachbarn und den Mitmenschen eine Ahnung davon hat, dass dieser Mensch Muslim ist, dass er ein bewusster Muslim ist. Natürlich, klar. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht unbedingt groß über den Islam auf der Arbeit reden können oder in der Schule. Was passiert, wenn jemand offenkundig über Islam redet, Flyer verteilt auf der Arbeit, kommt zum Vortrag von Pierre Vogel und Abu Rumaisa und Abu Bara, DMG, EV, dies, das, was passiert in der Regel? Genau, der Verfassungsschutz oder eher der Staatsschutz, weil der Verfassungsschutz Arbeit verdeckt. Der Staatsschutz kommt vorbei und sucht das Gespräch zu deinem Chef. Ja? Und sagt, hier, ihr Mitarbeiter, der so und so, wissen Sie schon, dass er radikal ist? Wissen Sie schon, dass er ein Salafist ist, ein Islamist, ein Extremist, ein Fundamentalist, ein, schon was vergessen? Ein legalistischer Islamist. Das neue Wort. Wir haben Islamist, okay, Schnee von gestern. Extremist, ganz alt. Fundamentalist, Islamist, Salafist und jetzt legalistischer Islamist. Legalistischer Islamist. So, dann fragt man, was bedeutet legalistischer Islamist, lieber Herr Verfassungsschutz? Ja, legalistische Islamisten sind Islamisten, die durch den Rechtsstaat und durch Justiz und Gericht und Gesetze ihre Rechte einfordern möchten. Was ist das? Wie? Das ist doch legal, das ist doch kein Problem, das ist doch normal, das ist doch. Ja, aber das ist so, die machen das so, damit sie den Staat unterwandern können und damit sie irgendwann mal per Gericht vielleicht sogar die Scharia einführen.
Da sagen wir, hallo, tickt ihr noch sauber? Yani, subhanallah, was ist das für ein Blödsinn? Also, wir wissen, wir können nicht großartig über den Islam reden, wir können nicht großartig einladen zum Islam. Aber was können wir machen? Was können wir machen? Wie können wir den Islam nach außen tragen? Auf einer vernünftigen Art und Weise, auf der Arbeit zum Beispiel. Wer hat eine Idee? Ja. Gutes Benehmen. Gutes Benehmen, ja. Okay, vielleicht hat der Wolfgang oder der Thomas oder der Kevin auch gutes Benehmen. Also, ja? Leicht islamische Kleidung. Okay, was sagen die anderen? Würdet ihr dem zustimmen? Leicht islamische Kleidung. Was heißt denn leicht islamische Kleidung? Erklär mal. Kamis, Turban, Sunna-Hose. Gut, dass du das ansprichst, okay? Guck mal. Dieses islamische Kleidung wird von vielen Brüdern meiner Meinung nach falsch definiert. Guck mal, damals, wo wir aktiv gewesen sind, wo wir angefangen haben, aktiv zu werden, im Jahre 2008, davor 2007, 2006, die Brüder, die auch schon lange, so lange schon Muslime sind und aktiv sind, die können mich vielleicht in dem Bezug bestätigen. Da war es so, wenn du angefangen hast zu praktizieren, sofort Gewand, am besten in Weiß, Mütze drauf, ja, und yalla, bismillah. Und am besten den Siwak hier und ein paar Stifte. Kennt ihr die Brüder, die immer so Stifte hier hatten? Immer so Stifte hier. So, so drei, vier Stifte, ein Siwak und yalla. Oder manche von uns haben diese marokkanische Tracht angezogen, die Jalaba, kennt ihr? Am besten so in Wolle, ja. Mashallah, mit die Kapuze drauf und so weiter. Und dann hat man gesagt, das ist die Kleidung der Sunna, das ist islamische Kleidung, das ist... Aber wenn du schaust, nirgendwo in den Texten von Koran und Sunna steht, dass du so eine Kleidung tragen musst. Weil das ist die Kleidung der Marokkaner und der Tunesier und der Algerier, eine Jalaba. Diese Jalaba mit der Kapuze. Sieht aus wie eine Kleidung von einem Mönch. Habt ihr schon mal diese Kleidung gesehen? Ja. Der andere zieht dann so ein Gewand an, vielleicht so ein Tuch drüber und so. So kleidet sich vielleicht einer aus Saudi-Arabien, in Jemen. So, wir sind aber keine Saudis, wir sind keine Jemeniten, wir sind auch keine Marokkaner. Wir sind was? Was sind wir? Muslime, ja klar, aber woher kommen wir? Wir sind europäische Muslime, deutsche Muslime. So, das heißt, islamisch kleiden, ja, aber wie genau? Wie genau? Wir reden jetzt vom Mann. Wie muss der Mann sich kleiden, damit es islamisch ist? Muss er ein Gewand tragen? Nein, muss er nicht. Muss er ein Tuch über den Kopf tragen? Nein, muss er nicht. Muss er eine Gebetsmütze tragen? Nein, muss er nicht. Was muss er tragen? Er darf auf jeden Fall keine enge Hosen tragen. Keine enge Hosen. Es gibt heute Männer, die Leggings anziehen. A'udhu billah. Ganz enge Hose, subhanallah, du denkst, das ist eine Frau. Kein Unterschied zwischen ihnen und einer Frau. Also enge Hose, verboten für einen Mann. Okay. Über den Klöschen tragen, laut einer Meinung. Die andere Meinung besagt, dass es kein Problem ist für den Mann, die Hose einfach so zu tragen, wie man sie trägt. Aber besser ist es, und Pflicht ist es, laut der stärkeren Meinung, dass man die Hose über die Knöchel trägt. Und heute, mashallah, ist es noch einfacher geworden, nachdem H&M und C&A und andere diese sogenannten Cargo-Hosen hergestellt haben und sie auch verkaufen. Cargo-Hosen heißen sie, richtig? Ja. Ja? Seine Aura schützen. Was heißt das? Über Knie und Bauchnabel. Okay, über Knie und Bauchnabel. Das ist selbstverständlich, ja. Das ist
ja, jede Hose deckt das, was zwischen Bauchnabel und Geschlecht ist. Aber wichtig ist, dass die Kleidung nicht eng ist, dass sie über den Knöchel ist, dass sie nicht der Kleidung der Frauen ähnelt und dass es keine Kleidung ist, die der Kleidung der Ungläubigen ähnelt. Also direkt, eine direkte Ähnlichkeit hat. Wie zum Beispiel, dass man so Hosen trägt, die kaputt sind, wo man teilweise die Haut sieht. Dann sagt man, okay, diese Hose, so trägt sie nur ein Kafir. So trägt sie nur jemand, der auf Partys geht, auf, ja? Das heißt, diese Kleidung darf nicht der Kleidung der Ungläubigen, der Frevler ähneln. Also, ganz einfach, es muss eine Hose sein, die nicht eng anliegend ist, die über die Knöchel ist und die nicht der Kleidung der Frau ähnelt. Das war's. Das heißt, so eine Cargo-Hose ist komplett in Ordnung. Das heißt, zur Identität eines Muslims gehört, dass er sich bestimmt kleidet. Nicht unbedingt orientalisch kleidet, sondern was? Dass er sich bestimmt kleidet, vernünftig kleidet. Okay, was gehört noch dazu? Wir haben gesagt, Kleidung. Was noch? Benehmen haben wir gesagt. Ja. Bitte? Kleidung mit dem Kreuz. Was willst du damit sagen? Dass sie... Ja. Aber was willst du sagen damit? Du willst, glaube ich, sagen, dass zu der islamischen Identität gehört, dass ein Muslim sowas nicht trägt. Richtig. Ganz wichtig. Heute ist es so, dass Brüder und Schwestern bei der Auswahl ihrer Kleidung nicht darauf Acht geben, dass diese Kleidung auch frei von Symbolen des Unglaubens sind. Klaren Symbolen. Wir reden nicht über Nike oder Adidas oder irgendwelche Marken, die man interpretieren kann. Ja? Nike zum Beispiel kann man als Symbol des Unglaubens interpretieren, weil Nike soll eine Göttin gewesen sein und so. Aber das ist interpretationsbedingt. Wir reden aber hier von klaren Symbolen des Unglaubens. Wie zum Beispiel das Kreuz. Das heißt, zum Beispiel, als Beispiel jetzt, einige Fußballtrikots. Es gibt ein Fußballtrikot, was mir jetzt einfällt. Das Trikot von FC Barcelona, wo ein Kreuz drauf symbolisiert ist. Zur islamischen Identität gehört, dass du dich als Muslim fühlst und dass du dich als Muslim gibst und dass du dieses Symbol nicht trägst, weil du ein Muslim bist. Weil du ein Muslim, ein Kafir zum Beispiel, ein Christ, Jude, er trägt alles. Es gibt Kuffar, die tragen vielleicht irgendein T-Shirt, wo Allah draufsteht, oder? Wo Mohammed draufsteht, Islam, ja, oder sie tragen dieses blaue Auge, wo das Schirk ist, ja, oder irgendwas. Warum? Weil sie keine Identität haben. Sie haben keine christliche Identität. Sie haben keine Identität des Christentums, also dass sie sagen, ich bin ein, gibt es natürlich, es gibt Christen, die da Identität tragen, aber jetzt, wir reden jetzt von den Christen, die uns umgeben, die Deutschen, Nicht-Muslime, sie sind nicht so, dass sie sagen, ich bin ein Christ und ich trage das Christentum nach außen, gibt es nicht, es gibt vielleicht einzelne Ausnahmen, aber im Allgemeinen gibt es das nicht. Aber der Muslim, nein, der Muslim ist ein Muslim, er trägt eine bestimmte Identität. Ein Markenzeichen, ein Schild, womit er zeigt, wer er ist. Also, der Prophet s.a.w. sagte, dass Allah und sein Gesandter lieber sind für ihn als alles andere.
Weil er Allah und seinen Gesandten mehr liebt als alles andere, trägt er islamische Kleidung, wie wir definiert haben, ja? Trägt er keine Symbole des Unglaubens. Er trägt ein gutes Benehmen. Er begeht Taten, die man sieht. Er verhält sich korrekt unter den Menschen. Egal, ob es auf der Arbeit ist, ob es in der Schule ist. Weil er diesen Islam nach außen trägt. Und weil er Allah und seinen Gesandten am meisten liebt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und zu der Liebe zu Allah und seinem Gesandten gehört auch, dass man einen Menschen nur für Allah liebt. Das heißt, es ist ein Abzweig von der Liebe Allahs. Eine Abzweigung von der Liebe Allahs ist, dass du die Menschen anhand der Liebe zu Allah einordnest. Und dass man liebt, man muss lieben. Du als Muslim musst lieben. Du musst diese Liebe tragen. Und nicht, ich habe nichts mit den Leuten zu tun und kennt diese Brüder, ne? Ich bin nur noch alleine, ich habe mit keinem zu tun, ich bin nur noch Arbeit zu Hause, meine Familie, das war's. Und er sagt das so in einem stolzen Ton, als ob er irgendwas Gutes tut. Nein, so einem sagen wir, in dir liegt nichts Gutes. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Der Gläubige zieht die Menschen an und wird auch angezogen von den gläubigen Menschen. Und dann sagt er, wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Und es gibt nichts Gutes in dem, der weder die Gläubigen zieht, noch von den Gläubigen angezogen wird. Durch was? Durch die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die Liebe zu Allah so entscheidend und der Umgang mit den gläubigen Muslimen und der Kontakt so entscheidend. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass du diese Liebe tragen musst. Dass du diese Liebe tragen musst. Und anhand dieser Liebe, ja, behandelst du die Menschen. Anhand der Identität der Menschen behandelst du sie und ordnest sie ein. Anhand der Identität, die die gläubigen Muslime tragen nach außen. Al-Hawiyya al-Islamiyya. Das heißt, du liebst den Muslim, der sich auch als Muslim zeigt und als Muslim ausgibt und sagt, ich bin ein Muslim. Wo ist das Problem? Diesen Muslim liebst du, diesen Muslim ehrst du, diesen Muslim respektierst du, diesen Muslim folgst du. Und diesen Muslim machst du auch zu deinem Freund. Ein Muslim, der den Islam nach außen trägt und der dich auch dazu bewegt, den Islam nach außen zu tragen. In einer Zeit, wo der Islam versteckt sein soll, laut den Begierden einiger Menschen. Sie möchten nicht, dass der Islam nach außen getragen wird. Diese Identität möchten sie nicht haben. Sie möchten, dass du Albaner bist. Du bist Albaner, ja, aber sie möchten, dass du das Albanersein als Identität nach außen trägst, indem du sagst, ich bin ein Albaner. Sie wollen, dass du Türke bist von der Identität, Kurde bist von der Identität, Tunesier, Marokkaner und so weiter. Sie möchten, dass du das als Identität nach außen trägst. Sie möchten, dass du irgendeine Art der Politik nach außen trägst und dies als deine Identität definierst. Du bist links oder du bist rechts, du bist liberal oder du bist weniger liberal, du gehörst zur PKK, du gehörst zur AK-Partei, du bist für Erdogan, gegen Erdogan und so weiter. Was möchten sie? Sie möchten nicht, dass die Frau ihren Hijab trägt, ihr Kopftuch trägt, sich bedeckt, weil das hat mit ihrer Identität zu tun. Das würde heißen, dass sie
das als Identität trägt, dass das zu ihrer Identität gehört. Das möchten sie nicht. Sie möchten, dass du identitätslos bleibst. Und wenn du eine Identität trägst, dann irgendeine Identität, die keine Bedeutung hat. Genauso möchten sie, dass die Regierungen und die Herrscher der Muslime keine islamische Identität tragen. Dass sie nicht als Muslime agieren, sondern dass sie als Liberale, Sozialisten, Laizisten agieren. Nicht als Muslime. Noch vor einigen hundert Jahren waren die Herrscher der Muslime vielleicht auch hier und da tyrannisch, aber sie haben diese Identität getragen. Ich bin ein Muslim, ich trinke keinen Alkohol, aber ich trinke dafür Chai und Mokka. Ich bin ein Muslim. Ich nehme keine Drogen. Dafür lese ich den Koran, der mein Gedächtnis öffnet, meine Seele öffnet und mein Herz öffnet. Ich brauche dafür keine Drogen. Ich bin ein Muslim, ich höre keine Musik, sondern ich höre Al-Quran. Oder zum Teil vielleicht ein bisschen auch was? Anashid. Ich bin ein Muslim, ich bin nicht geizig, sondern ich gebe, wenn ich Geld habe. Ich leihe, ich helfe, ich versorge. Das ist die muslimische, islamische Identität. Ich bin ein Muslim, ich stehe für die Schwachen ein, egal wer sie sind, weil das gehört zu meiner Identität. Deswegen, ich bin kein Jude, kein Christ, kein Buddhist, kein Hindu. Für mich ist das beste Gesetz das Gesetz von Allah, die Scharia. Und dieses Gesetz steht für mich ganz, ganz, ganz oben. Gleichzeitig sagt mir dieses Gesetz, dass ich mich in einem Land, wo dieses Gesetz nicht herrscht, Scharia, vernünftig verhalten muss. Mich an die Norm und die Ordnung halten muss. Ein Jude und ein Christ hat kein Gesetz. Er hat kein religiöses Gesetz, woran er sich halten muss. Deswegen ist er Demokrat. Mal ist er ein Diktator, Nazi. Mal ist er ein Zionist. Mal ist er ein Säkularist. Mal ist er ein Kommunist. Mal ist er... Je nachdem, wie die Laune so spielt. Der Muslim aber nicht. Der Muslim hat nur eine Identität. Und zu dieser Identität gehört, dass er kein anderes Gesetz mehr liebt als das Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Gesetz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den letzten Propheten. Und deswegen kann ein Muslim kein Säkularist sein. Es geht nicht, ein liberaler Muslim. Geht nicht. Wie ein Sheikh gesagt hat, er hat gesagt, es geht nicht zu sagen, ich bin ein christlicher Muslim. Ich bin ein jüdischer Muslim. Geht sowas? Genauso wie wenn man sagt, ich bin ein liberaler Muslim. Geht nicht. Und ich bin ein säkularistischer Muslim. Geht nicht. Weil Säkularismus, Liberalismus bedeutet, dass du sagst, die Scharia hat keine Bedeutung für mich. Und es bedeutet auch in einer extremen Form, wie ich das oft erwähne, dass es bedeutet, dass der Islam keine Mitsprache hat oder dass der Islam keinen Einfluss hat auf mein Privatleben. Ja, wir haben das oft erwähnt, der Säkularismus in seiner allgemeinen Form bedeutet was? Was bedeutet Säkularismus? Was bedeutet Liberalismus? Nochmal? Genau, Trennung voneinander. Was ist hier gemeint? Trennung von Staat und Religion. Das ist die allgemeine Form des Säkularismus. Und die extreme Form von Säkularismus ist was? Trennung von? Nein. Nein, das sagen sie nicht. Sie verbieten nicht die Religion. Aber was? Indirekt, ja? Sie sagen nicht direkt verbieten Religion, aber indirekt verbieten sie die Religion. Sie sagen Trennung von Religion und Privatleben. Deswegen das Verbot des Hijab in Frankreich,
Warum? Woher kommt das? Natürlich hassen sie den Islam, aber es kommt vor allen Dingen von der Philosophie, dass der Islam nicht das Recht hat, einer Frau zu sagen, wie sie sich privat kleiden darf, sondern das ist das Recht vom Staat. Das heißt, der Staat Frankreich ist der Einzige, der den Menschen gebieten kann, was sie zu tragen haben, was nicht. Nicht die Religion im Privaten. Habt ihr verstanden? Und deswegen das Verbot des Hijab in Frankreich. Jetzt mittlerweile wollen sie einen nächsten Schritt gehen. Sie wollen jetzt allen Frauen unter 18 Jahren in der Öffentlichkeit den Hijab verbieten. In Frankreich. In Frankreich. Aber warum? Weil die Muslime dort ihre Identität tragen nach außen. Die Frauen tragen Hijab. Die muslimische Frau trägt Hijab. Das ist die Norm bei den Muslimen. Das wollen sie aber nicht. Sie wollen, dass die Muslime in Frankreich Muslime bleiben. Kein Problem. Seid Muslime. Aber seid Muslime ohne Identität. Ohne islamische Identität. Das heißt, ein Muslim trinkt auch, ist Schwein, ist schwul, lesbisch, seine Frau trägt kein Hijab, sein Sohn hat einen Hund, seine Tochter hat einen Freund, das wollen sie. Das heißt, Islam ohne Islam. Ja? Islam ohne Islam. Na, nur der Name. Ja? Und deshalb müssen wir nochmal zurückkehren zum Islam selber, diese Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstehen und jeden unterstützen, der dafür sorgt, dass die islamische Identität wieder erwacht. Warum werden die Prediger so bekämpft? Überall übrigens, selbst in Mekka und Medina werden sie bekämpft. Warum werden die islamischen Bewegungen bekämpft? Die Vereine, die Gelehrten, die Prediger, die Schüler des Wissens, diejenigen, die Vereine gründen und was bewegen wollen. Warum? Richtig, aber warum? Bezogen auf das Thema. Weil sie die Identität predigen. Weil sie eigentlich genau das tun, was wir verboten bekommen. Ja. Sie predigen die Identität und sagen uns, wie wir eigentlich unseren Islam oder unsere Religion leben sollen. Genau. Und das ist halt nicht gewünscht. Habt ihr verstanden? Die Prediger, die Imame, die Gelehrten werden deshalb bekämpft, weil sie den Muslimen sagen, ihr sollt Muslime sein. Ihr seid keine Juden. Ihr seid keine Christen. Ihr seid Muslime. Deswegen werden sie bekämpft. Selbst in den muslimischen Ländern. Weil in den muslimischen Ländern geht das noch mal ein bisschen weiter. Dass die Gelehrten dort und die Prediger und die Schüler des Wissens es nicht nur vom Volk fordern, sondern auch von der Regierung fordern. Dass die Regierungen den Islam tragen müssen und dafür sorgen müssen, dass die Scharia dort praktiziert wird. Hier können wir das nicht einfordern. Wir können hier niemals hingehen und sagen, ey, wir wollen hier Scharia haben. Weil erstens ist das illegal, das ist verboten, weil damit sagst du indirekt, dass die Verfassung außer Kraft gesetzt werden soll. Das ist verboten. Das ist verfassungswidrig. Zweitens, realistisch gesehen, ist das auch nicht machbar, weil die Muslime sind eine Minderheit hier und eine Minderheit wird es niemals so weit schaffen, in so einer Lage, dass die Scharia implementiert wird und so weiter. Und drittens hat es auch keine Auswirkungen. Selbst wenn du die Scharia hier implementierst, die Leute werden sich dann nicht daran halten, die Leute werden rebellieren, Probleme machen und so weiter. Aber in den muslimischen Ländern muss das sein. Das war so vor noch 100 Jahren, 200 Jahren. Und deswegen, wie gesagt, dieser Kampf, weil diese Leute den Leuten sagen, seid Muslime, verhaltet euch wie Muslime, tragt den Islam nach außen. Weil genau das ist, was wir zur Aufgabe von Allah bekommen haben, dass wir den Islam nach außen tragen, so wie wir können natürlich. Anhand von Predigten, anhand von guten Taten, anhand von Benehmen,
anhand von Charakter und so weiter und so fort. So, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu die Kraft geben und uns den Erfolg dazu geben, dass wir wirklich als Muslime in die Welt hineingehen. Egal wo wir sind, ob wir in der Schule sind, auf der Arbeit, egal wo. Die Leute sollen wissen, dass wir Muslime sind. Warum sollen wir uns verstecken? Und wie oft hören wir, jemand konvertiert zum Islam, okay. Hast du Kontakt zu Muslimen? Ja, hatte ich. Und? Keiner hat mir vom Islam erzählt. Hast du Kontakt zu Muslimen? Ja, mein Arbeitskollege war Muslim, aber der hat sich verhalten wie der letzte Mensch. Hast du irgendwas mit Muslimen zu tun? Ja, mein Nachbar war Muslim, aber der hat mich immer geschlagen. Der hat mich immer angespuckt. Der hat mich immer angeschimpft. Ist das Islam tragen nach außen? Ist das ja eine islamische Identität tragen? Ist das? Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, wir haben wirklich vieles, vieles versäumt. Viele Jahre haben wir versäumt. Viele Jahre haben wir verloren. Viele gute Taten haben wir verloren. Und viele Menschenseelen vor allen Dingen haben wir verloren. Durch unser Eigenverschulden. Durch unser Eigenverschulden. Weil wir uns verstecken wollen. Weil wir feige sind und den Islam nicht nach außen tragen wollen. Weil wir feige sind und uns am Islam nicht halten wollen. Das hat auch was mit Feigheit zu tun. Diese Leute, die draußen einen auf cool machen, auf stark machen, auf Gangster machen, das sind feige Leute. Warum sind sie feige? Weil sie zu feige sind, den Islam zu praktizieren und sich vom Verbotenen fernzuhalten und den Islam nach außen zu tragen. Feige sind sie. Und dann heißt es, weil dann, ja, gucken die Leute und dann sprechen die Leute und feige, subhanallah. Vor dir macht er den Bär, ja, und sagt, komm her. Hat sich gereimt, ne? Vor dir macht er den Bär und sagt, komm her. Und wenn es aber um Islam geht, dann wird er eine kleine Maus. Wird er zum kleinen Jerry, ja. Sagt der Bruder, ich weiß, aber wir sind schwach. Und wir, aber gerade eben hast du noch den Rambo gespielt. Ja? Gerade eben hast du noch mit deiner fetten Karre den Makka gespielt. Subhanallah. Deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, müssen wir diese Sache in unser Bewusstsein wecken, die Identität nach außen tragen und für diese Identität leben. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, sagt Allah. Stirbt nicht anders, außer als Türken? Nein. Albaner? Nein. Säkularisten? Nein. Erdogan-Anhänger? Nein. Erdogan-Gegner? Nein. PKK-Anhänger? Nein. Stirbt nicht anders als was? Muslime. Muslime. Auf Arabisch Muslimun. Ja, Muslim, Muslimun. Mehrzahl. Das heißt, diese Identität musst du tragen, bis du stirbst, bis du ins Grab gelegt wirst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen und uns den Erfolg dazu geben. Hadha wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya dhakiral ashab, kum mutaaddiban.